Wir haben mit dem Pflegelöhneverbesserungsgesetz die große Hoffnung, zu Recht die große Hoffnung gehabt, dass wir Tarifverträge flächendeckend einführen können. Das ist leider gescheitert, nachdem die Caritas ihr Votum hierzu abgelehnt hat. Und es reicht eben nicht, den Händedruck zu geben und zu klatschen in der Krise und dann am Ende nichts dafür zu tun, dass die Pflegekräfte ordentlich vergütet werden. Überhaupt wollen wir SozialdemokratInnen eine umfassende Reform bei der Pflege. Denn eines ist klar: Wenn die Löhne der Pflegekräfte nach oben gehen, dann darf das natürlich nicht zulasten der Pflegebedürftigen gehen und ihrer Angehörigen. Das wollen wir nicht. Und deswegen wollen wir, dass die Pflegesätze gedeckelt werden und dass eine umfassende Finanzierung auch dadurch zustande kommt, dass die Pflegebürgerversicherung eingeführt wird. Das heißt, wir legen die gesetzliche Pflegeversicherung und die private Pflegeversicherung zusammen. Das ist im Grunde genommen überhaupt kein Problem, denn die Regelungen und die Kriterien für die Leistung, der Leistungskatalog ist sehr ähnlich. Und deswegen wäre es total wichtig und auch einfach, dass wir hier dieses 40 Milliarden Euro Paket, was in der privaten Pflegekasse schlummert, in die gesetzliche Pflegekasse mit herübernehmen, zugunsten einer guten pflegerischen Versorgung und zugunsten einer Pflegereform, einer umfassenden Pflegereform, wo wir keine Angst haben müssen, wenn Gelder für die Pflegekräfte nach oben gehen. Was wir vermeiden wollen, ist auch, dass Gelder investiert werden in Aktien, in Gewinnmaximierungsüberlegungen. Das wollen wir vermeiden und deswegen sagen wir, die Pflege muss dort gemeinwohlorientiert sein, wo sie das Geld, das erwirtschaftet wird, in das System hineingebracht werden muss, damit wir eine bessere Pflegeversorgung kriegen. Das sind die Themen, die uns drücken und alles, was wir nicht erreicht haben, wird natürlich umso mehr Einfluss finden in das zukünftige Wahlprogramm. Ich bin jetzt sehr gespannt, was der Vorstoß von Hubertus Heil, unserem Arbeitsminister, bringt mit dem Thema Pflegetariftreuegesetz. Auch hier müssen wir schauen, dass wir im Rahmen dieser Wahlperiode noch etwas hinbekommen für die Pflegekräfte in der Altenpflege, die so viel geleistet haben für viele Menschen, pflegebedürftigen Menschen in unserem Land.